09. Borussia Dortmund natürlich ohne einige Stars, das muss ich Ihnen nicht extra sagen. Das ist ja auf dem grünen Rasen ganz genauso. Sammer, Cesar Kohler natürlich nicht dabei, aber er hier zum Beispiel, Andy Möller. Und im Tor, fast hätte ich gesagt, ein guter alter Bekannter, Teddy de Beer. Und das geht ja genauso los, wie sich das die Fans in Schwarz-Gelb wünschen. Wladimir Butt mit dem 1:0 für den BVB nach gerade einmal einer halben Minute. Wladimir Butt also mit einem unglaublichen Aufwärtstrend auf dem Feld, setzt das offensichtlich hier in der Halle fort. Markus Feinbier und Teddy de Beer. Schöne Aktion von ihm, vom Goalgetter, der Wattenscheider Markus Feinbier. Hat 7-mal getroffen in der Saison, war lange Zeit so etwas wie der Alleinunterhalter. Jetzt gerade für ihn die erste Möglichkeit gegen de Beer. Und Debüt für ihn, Manny Binz. Auf dem grünen Rasen hat er noch nicht gespielt. Jetzt also in der Halle der Mann, der aus Brescia in der Winterpause zum BVB kam. Manny Binz übrigens in der Frankfurt-Gruppe wird noch auf sein altes Team treffen. Diktia. Sergej Diktia, noch nicht der Leistungsträger, der er eigentlich werden sollte bei den Wattenscheidern. Und Möller. Doppelpass in der Halle natürlich ganz schwierig zu spielen. Blecker. Stimmungsmache durch die Lautsprecher. Und wieder Feinbier. Und Diktia, Doppelchance für Wattenscheid. Feinbier. Frank Bläker. Und Diktia kommt nicht ran. Manny Binz. Wochenlang musste der BVB um ihn kämpfen, bevor dann die Freigabe aus Italien kam. Und Komplettwechsel beim BVB. Nicht so viele wie erwartet hier in der Halle. Der BVB natürlich eine Mannschaft mit anderen Zielen, anderen Ansprüchen. Wenn man so 7, 8 Jahre zurückdenkt, da waren es ja gerade die Dortmunder, die den Hallenfußball in Deutschland richtig hoffähig gemacht haben. Die Westfalenhalle damals so etwas wie das Mekka des Hallenfußballs. Inzwischen haben sich da natürlich die Maßstäbe verschoben. Und dieser Mann jetzt am Ball, ein ganz interessanter, Steinar Pedersen. Neuer alter Borusse, wenn man so will, zurückgekehrt aus Norwegen, aus Lilleström, dahin war er ausgeliehen. Und Nevio Scala will ihn testen und will ihn eventuell behalten, den U21-Nationalspieler aus Norwegen. Majek. Und die nächste Großchance durch einen weiteren neuen, Thorsten Schmugge. Hier ist er wieder am Ball. Neuzugang bei Wattenscheid 09. Aus der Amateurliga von Hordel gekommen. Scott Booth. Und Peter Martin
Ein alter Dortmunder, hat für 4 Vereine gespielt, unter anderem für den BVB. Zu Jugend- und zu Amateurzeit. Alles Dortmunder Vereine und dann zog es ihn nach Wattenscheid. Sie haben im Moment natürlich gute Laune, der MSV Duisburg, in Tabellenregionen, wo man ihn eigentlich nicht erwartet hatte. Und nächste Möglichkeit für den BVB durch Stefan Reuter, einer der Stars, der auch in der Halle mitmacht. Erneut stark Peter Martin. Wenn Sie vereinzelte Susi-Rufe von den Rängen hören, dann gelten die natürlich dem Spieler mit der Nummer 8 bei Borussia Dortmund, Michael Zorc. Und das könnte das 2:0 sein. Reuter und Kreis, ein starker Linker. Martin Kreis als Manndecker, ja nicht mehr erste Wahl, und das obwohl Cola und Cesar auch zuletzt nur sporadisch zur Verfügung standen. André Gumprecht war schon mal Profi in Italien, in Lecce. Michael Zorc, er bleibt Borusse wahrscheinlich für immer, wenn auch nach dieser Saison in anderer Funktion. Dann beendet er seine Karriere, die ja erst zum Ende eine wirklich große Karriere werden sollte. Feinbier, sein dritter Versuch, er lässt nicht locker. Und immer wieder Endstation Teddy de Beer. Auch er ja so etwas wie ein Publikumsliebling vergangener Tage. Absoluter Stammtorhüter bis 1991. Dann gab es ein Pokalspiel gegen Hannover. Teddy hielt schlecht und war weg vom Fenster. Seitdem Stefan Kloß die Nummer 1. Manny Binz, Verstärkung oder nicht? Fragezeichen. Matthias Sammer wird lange nicht zur Verfügung stehen. Manny Binz also Alternative auf der Libero-Position. Im Moment noch die Nummer 1, Wolfgang Feiersinger, der ist heute nicht dabei. Zorc. Riesenauftakt nach 30 Sekunden knapp durch Wladimir Butt. Dann gab es noch einige Möglichkeiten. Jetzt ist es etwas ruhiger geworden. Pedersen kommt nicht durch gegen Fengler. Und Foul von Zorc an Diktian. Jupp Tenhagen. Auch ein alter Dortmunder Borusse. Von 81 bis 84 beim BVB. 87 Bundesligaspiele für die Schwarz-Gelben.
Scott Booth, Andy Möller. Und Pedersen. Binz im richtigen Moment mit eingeschaltet. Alte, wenn man so will, Frankfurter Connection. Möller und Binz und erneut Peter Martin. Ist jetzt absolut fehlerfrei. Feinbier. Frank Süß. Und Foulspiel gesehen und gepfiffen von Schiedsrichter Jürgen Aust. Diktia nochmal und da hätte er querspielen müssen. In der Mitte wartete Frank Süß und Diktia erneut mit dem Versuch aus spitzem Winkel. Das hätte 30 Sekunden vor dem Ende der Ausgleich sein können. Dass Wattenscheid hier hoch motiviert ist, das liegt auf der Hand. Wenn es zum Finale geht, dann gibt es 200.000 Mark. Für die Wattenscheider natürlich eine Menge Geld. Zur Erinnerung zuletzt keine 2.000 Zuschauer in der Meisterschaft gegen Leipzig. Also zur Pause 1-0 für den BVB. Der Bande, da hat er noch zwei, die für ihn das Tagesgeschäft machen, nämlich Toni Schumacher und Michael Henke. 1-0, die zweite Halbzeit läuft zwischen dem BVB und der SG Wattenscheid. 0-9, das ist Toni Schumacher. Der wohl teuerste Torwarttrainer in Deutschland. Und er ist ja auch noch deutscher Meister als Spieler geworden, als er 1995 im letzten Saisonspiel gegen Freiburg eingewechselt wurde. 96 war es, da war schon alles klar. Und da durfte er nochmal zwischen die Pfosten. Christian Timm. Kirowski, der US-Nationalspieler. Wieder Timm. Schmugge, der Neue. Zweikampf. Im wahrsten Sinne zwischen Gumprecht und Butt. Tim, die Wattenscheider greifen sofort an. Kirowski versucht, den BVB unter Druck zu setzen. In dieser Szene mit Erfolg und Thorsten Schmugge. Also man kann wirklich nicht sagen, dass die Wattenscheider nicht ihre Schusschancen haben. Aber Teddy de Beer, auch wenn er nicht mehr so viel Praxis hat, fühlt sich offensichtlich pudelwohl zwischen den Pfosten, auch wenn die nur 5 Meter auseinander stehen. Allerdings wird er getunnelt. Und wenn Wattenscheid schon im gegnerischen Strafraum, fast hätte ich gesagt, 16er angreift, dann muss es auch konsequent passieren. Fengler. Diktia.
Und Fengler, alter Borusse mit dem 1:1, hätte ich beinahe gesagt. Und auch gerade wieder das, was wir schon so oft gesehen haben an diesen ersten beiden Hallentagen. Beinschüsse hier schon wieder gegen Schmugge von Martin Kreh. Wladimir But mit dem unglaublichen linken Schuss zuletzt demonstriert in der Meisterschaft im letzten Spiel gegen Schalke, sein Freistoßtor. Und Reuter. Und erneut Peter Martin gegen Tim. Einmal nach 30 Sekunden überwunden durch Butt, danach alles gehalten. Und so geht's weiter. Feinbier, Diktja, drei Wattenscheider gegen zwei Dortmunder. Frank Süß. Diktja macht ein gutes Spiel, viele Ballkontakte. War keine Absicht von Pedersen, der hat Diktja im Gesicht getroffen. Aber das war im viel zitierten Eifer des Gefechtes. Und Zorc. Die Torhüter auf beiden Seiten bisher absolute Hallen-Extraklasse, sowohl Peter Martin als auch Teddy de Beer. Traurige Konsequenz für die Zuschauer. Ein einziger Treffer. Es geht ein bisschen gegen den Trend bisher. Und die nächste Doppelmöglichkeit. Erst Feinbier, dann Diktja. Lecker. Süß. Und Zorc fault. Kein Zweifel. Schiedsrichter Aust stand direkt daneben. Der ehemalige Herthaner Frank Süß. Nicht zum Stammspieler avanciert in Wattenscheid. Sechs Minuten noch. Und die 0-9 aus Wattenscheid muss bald treffen, wenn sie hier halbwegs vielversprechend in dieses Turnier starten möchte. Diktja, Süß. Der BVB steht sicher im Moment und nutzt die Chance zum Kontern. Pedersen mit dem versuchten Querpass auf Scott Boos. Da hätte er es selbst machen müssen. Im Moment nicht auf dem Platz, dennoch hier in der Halle begrüßen Sie zwei Spieler von Borussia Dortmund hier in der Halle. Herzlich willkommen. Scott Boos, ja, der einzige richtige Neuzugang des BVB vor dieser Saison. Als alle BVB-Fans sich immer wieder fragten, wo bleiben die Neuen? Und da ist ein weiterer neuer Manni Binz. Das hat er jetzt schon zweimal schön gemacht, im richtigen Moment gestartet. Und nächste Möglichkeit für Booth. Der Versuch, leicht anzulupfen. Die Borussia macht den Sack nicht zu. Nächste Konterchance. Wieder Booth.
Der Schotte gegen den Ukrainer Booth, gegen Diktia. Lebert, riskant, Pedersen. Andreas Möller auf dem Feld. Jupp Tenhagen will nach München. Links von ihm Co-Trainer Frank Saborowski. Auch ein alter Bekannter aus der Bundesliga. Duisburg, Leverkusen, Bochum. Und Freistoß gepfiffen für Wladimir Booth gegen Schmugge. Die letzten drei Minuten. Also inzwischen, das hat es noch nicht gegeben, bisher schon 17 Minuten Torflaute. Andreas Möller. Manfred Binz immer wieder mit dem Versuch, direkt zu spielen, wenn es irgend geht, keine Ballannahme. Und auf den Rängen im Moment ost-westfälische Rivalität. Man hört die Gütersloher und die Bielefelder. Und man sieht im Moment wenig von den Dortmundern und den Wattenscheidern. Schmugge. Erneut Teddy de Beer nach diesem Linksschuss von Fengler. Schmugge. Versuch eines Beinschusses gegen Butt. Weil ja auch der Teddy de Beer unglaubliche O-Beine hat, kann sowas mal ganz schnell gut gehen. Jetzt aber läuft die Zeit davon, gleich Beginn der letzten Minute. Über die Mittellinie gespielt. Feinbier. Glück für die Borussia. Martin Kree, Christian Timm. Wenn Wattenscheid jetzt nicht drauf geht, wann dann? Da wollte Gumprecht den Ball über die Bande spielen. Nevio Scala, viel geplagter Trainer von Borussia Dortmund, hatte sich das zweifellos ganz, ganz anders vorgestellt, was sich vor Weihnachten beim BVB abgespielt hat. Die letzten 10 Sekunden. Borussia führt seit der ersten Minute mit 1:0. Und dabei wird es auch bleiben. Also, Borussia Dortmund, der Lokalmatador, besiegt Wattenscheid 09 im bisher torärmsten Spiel dieses Winters mit 1:0. Bitter für die Wattenscheider, denn die wollen auf jeden Fall. Beim BVB hält sich dieser Ehrgeiz natürlich in Grenzen. We'll be right back.